Hallo Freunde des fröhlichen Kaltmachens. Jetzt haben wir schon so viele Messwerte gehabt, jetzt haben wir so viele Störungen gefunden, aber heute sprechen wir mal über eine Störung, die uns alle zur Verzweiflung bringt. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke, lasst ein Like da. Let's go! Wir kennen alle diese Anlagen, diese kleinen Anlagen, die keine Sicherheitsvorkehrungen drin haben. Und es ist ein einsamer, mühevoller Kampf, den sich ein Bauteil die Bürde auferlegt hat, nämlich die sogenannte Klicksen. Tja, ich könnte jetzt wieder sagen, wir fahren zu Kevin. Aber Kevin ist ja nicht unser einziger Kunde. Also suche ich mir uns einen neuen Kunden raus. Wir suchen uns heute mal Chantal. Ja, Chantal ist die Besitzerin einer gut gehenden kleinen Bäckerei und sie macht den besten Cheesecake. 300 Kilometer weit und breit gibt es einfach keinen besseren. Das sind nämlich genau die Kunden, die wir über alles lieben. Und ja, Chantal hat bei uns angerufen, aber sie hat natürlich nicht am Samstag angerufen, weil es geht um einen kleinen Tiefkühlschrank, so einen kleinen typischen Gastro-Tiefkühlschrank. Und sie hat sich gedacht, hey, ja, ich habe gemerkt, er wird immer schlechter und immer schlechter, aber ich habe Ausweichmöglichkeiten, also räume ich einfach mal um. Ich quäle den Kältetechniker nicht am Wochenende und ich rufe ganz normal zu den Öffnungszeiten am Montag an und sage, hey Leute, könnt ihr mir mal jemanden vorbeischicken? Und wir Kältetechniker, die grundlegend ja Essen einfach lieben, sagen alle Termine ab und fahren natürlich als allererstes zu Chantal. Also wir sind angekommen bei Chantal und natürlich, wie es sich für einen guten Kunden gehört, Kaffee steht schon bereit, Kuchen steht schon bereit. Das bringt uns natürlich in eine Zwickmühle. Also denken wir, lassen wir es mal ganz gut stehen, hängen wir mal unsere Messgeräte dran, beziehungsweise schauen uns überhaupt mal die Anlage an. Wir sind drauf gekommen, dass die Anlage bzw. unsere gewünschte Solltemperatur, es ist ein Tiefkühlschrank, liegt so ungefähr roundabout bei minus 20 Grad Celsius und mittlerweile haben wir schon 0 Grad Celsius drinnen. Jetzt haben wir natürlich den ersten Verdacht, es ist Sommer, 0 Grad, gucken wir mir einfach mal drüber nach. Vielleicht ist sie ja vereist, vielleicht hat sie einfach den Tiefkühlschrank zu lange offen lassen und das kennen wir ja doch, dass wenn die sehr lange offen sind, sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, dass die gerne mal ein Eis ansetzen und selbstständig nicht mehr wegbekommen. Also kontrollieren wir das ganz einfach mal. Dann haben wir mal reingeschaut, okay, verdammt, Eis ist keins drauf, vielleicht sollten wir doch messen und gehen mal zu unserem Verdichter. Jetzt kommen natürlich alle Leute, hey, warte mal, du redest über deinen kleinen Tiefkühlschrank, der hat ja gar nicht mal so viele Messwerte. Ja, wir waren ja schon öfters Cheesecake essen, somit haben wir auch hochdruckseitig und niederdruckseitig natürlich schon Schradventil drinnen und können uns alle Messwerte raussuchen, die wir brauchen. Aber davor, bevor wir überhaupt anhängen, kommen wir drauf, es läuft eigentlich alles oder es sieht zumindest so aus, als würde es laufen. Der Ventilator läuft, der Kompressor ist glühend heiß, aber irgendwie die Rohrleitungen, da tut sich nichts und man denkt sich schon, das könnte vielleicht nicht ganz gut ausgehen für Chantal. Hängen wir uns mal drauf, bestätigen wir lieber unsere Theorie oder vielleicht auch nicht bestätigen. Das wäre natürlich der Idealfall für Chantal. Schauen wir mal, was wir messen. Also unser Manometer hängt drauf und der Schrecken nimmt natürlich kein Ende. Wir haben sowohl niederdruckseitig als auch hochdruckseitig beide mal denselben Druck. Das heißt, wir haben einen Druckausgleich und das kann natürlich zu einigen führen, zum Beispiel, dass der Kompressor nicht läuft. Das merkt man sehr häufig nicht. Er ist brennheiß, der Lüfter läuft, überall laufen Geräte, man hört es nicht direkt. Es gibt jetzt zwei Punkte, die wir jetzt eigentlich ansprechen können. Der Kompressor läuft nicht oder die Ventilplatte ist so gebrochen, dass sie sich in den Kreis pumpt. Schauen wir mal. Wie können wir das feststellen? Wir brauchen nämlich jetzt ein neues Messgerät dazu, zu der ganzen Geschichte, nämlich den Spannungsprüfer. Und unter Spannungsprüfer meine ich jetzt nicht den altklassischen Lamperschraubendreher. Nein, ich meine ein richtiges Messgerät. Es gibt ja Gründe, wenn der Kompressor nicht läuft, warum er nicht läuft. Und der meiste Grund ist natürlich, dass vielleicht irgendwas vom Regler ausgefallen ist, dass er irgendwie keinen Kühlkontakt schickt oder sonst was in Richtung. Also schauen wir einfach mal an der letzten Instanz und das ist unser Verdichter. Bekommt er seine Spannung oder bekommt er nicht seine Spannung? Ja, wir haben gemessen und haben 231 Volt, die an unserem
Verdichter anstehen. Und das wiederum gibt uns wieder so ein bisschen Magenschmerzen. Aber dann sehen wir auf einmal das kleine Schwarze. Das kleine schwarze Ding. Und nein, ich meine jetzt nicht das Kleid von Chantal, sondern ich meine unsere Klixen. Die Klixen, das ist so ein kleines, schwarzes, meistens so ein kleines, rundliches Ding, was dann auch so am Gehäuse drauf sitzt. Und wir messen, wir kriegen die 32 Volt zwar hin, aber wir bekommen sie aus der Klixen nicht mehr raus. Das heißt, wir wissen, okay, der Kompressor läuft ja gar nicht, sondern der Klixen hat einfach ausgelöst. Und jetzt schauen wir uns die Punkte an, warum kann denn so eine Klixen überhaupt auslösen? Punkt 1, der Kompressor ist wahllos überhitzt. Punkt 2, wir haben eine defekte Klixen. Punkt 3, wir haben irgendeine defekte Anlaufsteuerung. Das heißt, das ist ja eine kleine Anlage, die hat ja meistens noch einen Anlaufkondensator und ein Anlaufrelais mit dabei. Auch das kann dafür sorgen, dass die Klixen auslöst. Und Punkt 4, wir haben zu wenig Kältemittel drinnen. Klingt komisch, aber wenn ihr brav dran bleibt, werdet ihr erfahren, warum auch ein Kältemittelmangel so ein Grund sein kann. Das waren jetzt relativ viele Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, und man denkt sich natürlich jetzt, wie kann ich das jetzt irgendwie ausschließen? Ne? Also, wir haben beim Begutachten festgestellt, dass der Kompressor ja brennheiß ist. Also würde jetzt schon mal eine defekte Klixen ausschließen, weil sie gegebenenfalls berechtigt auslöst. Ich kann zwar jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber gehen wir einfach mal ein bisschen praxisorientiert ran. Das Ding ist brennheiß, Klixen löst aus, sagen wir, okay, du darfst. Das zweite wäre natürlich die Anlaufsteuerung. Punkt 1, wenn jetzt von der Regelungsseite ist, das haben wir ja schon festgestellt, weil wir ja Spannung zum Kompressor hinbekommen. Würde jetzt der Anlaufkondensator oder das Anlaufrelais defekt sein, in den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, das möchte ich schon dazu sagen, aber in den meisten Fällen wird der Kompressor nicht glühend heiß, weil, jetzt kommen wir zum Punkt, wann die Klixen auslöst, entweder weil das Gehäuse zu heiß wird, das heißt die Wicklung, oder weil wir eine zu hohe Stromaufnahme haben, weil sich der Kompressor anstrengen muss. Die Klixen besteht ja nichts anderes als aus einem kleinen Bimetall, was sich bei Wärme verbiegt. Und somit kann es auch durch eine hohe Stromaufnahme sich verbiegen, weil über das Bimetall einfach so viel Spannung und Stromstärke fließt, dass sich das auch ebenfalls erwärmt und verbiegt. Und bei einem Anlaufkondensator und bei einem Anlaufrelais, wenn er die Hilfswicklung nicht dazu schaltet, dann würde rein theoretische Stromaufnahme so schnell in die Höhe gehen, dass die Klixen wegschaltet. Das würde aber nicht verursachen, dass er glühend heiß wird, außer er macht es schon seit Trillionen von Jahren. Somit bleiben uns eigentlich nur noch zwei Punkte übrig. Entweder der Kältemittelmangel oder der defekte Kompressor. Und im Cheesecake zuliebe hoffen wir mal nicht auf den defekten Kompressor. Aber wie stellen wir das jetzt fest? Schauen wir uns in erster Instanz mal den Kältemittelmangel an. Und da kommen jetzt ein bisschen die Probleme, weil wir haben ja im Startwerk einen Druck gemessen, wir haben einen Druckausgleich, der auch sehr gering ist, aber für uns Techniker tatsächlich nicht aussagekräftig ist. Ich bekomme immer wieder Anfragen, hey du, ich habe den Startdruck, also ich habe den Stillstandsdruck der Anlage, ich habe dies, ich habe das. Ein Stillstandsdruck. Außer wir kennen die Anlage natürlich schon in- und auswendig, waren schon 10.000 Mal dort, wissen wie, was, wann, wo, sagt uns eigentlich nicht wirklich etwas aus. Das heißt, es kann ich jetzt nur mutmaßen, weil ich einen relativ geringen Druck habe, dass ich jetzt hergehe und sage, okay, da fehlt Kältemittel. Ich will es aber bestätigen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als wie zwei Sachen zu machen. Es gibt die praxisorientierte Sache, die wäre schlicht und ergreifend, okay, wir brücken einfach mal die Klixen und schauen, dass das Ding anläuft. Und es gibt natürlich die schöne, ich nenne es jetzt mal die schöne fachliche Variante. Wir drehen die ganze Anlage ab, wir lassen das Ganze jetzt mal auskühlen, trinken unseren Kaffee, essen unseren Cheesecake. Bis dahin reicht das vollkommen aus, weil die Klixen resettet sich ja wieder von selber. Das heißt, wenn das Ganze ausgekühlt ist, kann ich das ganze Ding losstarten. Und natürlich, nachdem ich nicht immer bei den Videos so hundertprozentig professionell bin, habe ich eine wesentliche Sache vergessen. Ja, ich bin Cheesecake-Fetischist und ja, ich achte mehr jetzt gerade aufs Essen als auf meine Anlage. Ich habe ja gesagt, überhitzter Kompressor ist ein wichtiger Punkt, den wir beobachten sollen, warum die Klixen auslöst. Ich habe den Kältemittelmangel angesprochen, ich habe dies und das angesprochen, aber natürlich könnte die Anlage natürlich auch verschmutzt sein. Das hätte ich aber bei der ersten Begutachtung ja tatsächlich gleich gemerkt, ob der Verflüssiger dreckig ist und dass der Ventilator läuft, habe ich ja auch gesagt. Somit habe ich das jetzt in diesen Thematik
nicht wirklich so eingearbeitet, weil natürlich Chantal regelmäßig eine Wartung machen lässt. Alles ist ausgekühlt, wir messen unsere Drücke und wir sehen was. Wir bauen einen Hochdruck auf, der jetzt nicht sonderlich cool ist, aber wir bauen ihn auf und wir sehen, dass der Saugdruck aber komplett hinuntergeht und dadurch ins Vakuum sogar sinkt. Da läuten alle unsere Alarmglocken und wir wissen jetzt, okay, die Klicksnelle ist aus, nicht weil er verschmutzt ist, nicht weil irgendwas anderes kaputt ist, sondern deswegen, weil er keine Sauggaskühlung mehr hat. Er bekommt einfach nichts mehr, dass er seine Wicklung kühlen kann. Wir gehen mal auf die Lecksuche, füllen unser Kältemittel auf, aber in diesem Fall jetzt ganz, ganz wichtig, ich würde jetzt mal den Reststoff, der drin ist, rausnehmen. Warum mache ich das? Ich habe vorher erwähnt, wir laufen im Vakuum. Das bedeutet, wenn wir natürlich niedrigseitig ein Leck haben, dann würden wir uns auf die ganze Feuchtigkeit und gegebenenfalls Luft reinsaugen. Und das wollen wir verhindern. Deswegen Leck beheben, evakuieren, die Anlage schön sauber machen, gegebenenfalls sogar noch den Filtertrockner tauschen. Ganz, ganz wichtig. Dann befüllen und neu messen. Und siehe da, wir haben das Leck behoben. Da wiederum bitte verweise ich auf derzeit noch unsere alten Videos, bis wir die neuen draußen haben. Wenn ihr genau sehen wollt, wie man eine Lecksuche macht oder auch wie man Kältemittel auffüllt, geht in unser Archiv rein, bis wir die neuen 2.0 Videos haben. Natürlich, warum ich auch immer sage, so eine Klicksnellstörung ist relativ mühsam. Ein Kompressor dauert extrem lang, bis er wieder auf seine Temperatur kommt, wo er eigentlich hin möchte. Das heißt, die Starteffekte, das heißt, wir füllen zwar jetzt das Kältemittel auf, die Anlage läuft, sie bekommt ihre Sauggaskühlung, alles tippitoppi. Die Messwerte, Bombe. Trotz allem passiert natürlich eins, dass rein theoretisch es sein kann, dass die Anlage ab und dann noch einmal wegklickst, weil sie einfach schon so derbe überhitzt ist. Einfach Geduld. Ja, man kann es natürlich mit Wasser versuchen abzukühlen, man kann alles Mögliche versuchen. Wir sind aber noch immer im Störungsdienst unterwegs. Auch wenn ich immer sage, 30 Minuten warten, einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen. Wir können nicht Stunden über Stunden jetzt so stehen und die Anlage abkühlen, auch wenn wir gerne bei Chantal sind. Das wird ihr nichts bringen, weil es natürlich umso teurer wird und es wird euch nichts bringen, weil ihr im Nachgang natürlich einen mega, mega Stress habt. Somit schaut, dass ihr die Anlage so stabil ans Laufen bekommt, wie ihr nur könnt. Kontrolliert eure Messwerte und wenn eure Messwerte passt, könnt ihr notfalls schon dann nochmal sagen, bitte dreht den Kühlschrank noch einmal für die nächsten 3, 4, 5 Stunden ab. Schaut, dass alles kalt ist und dann schaltet nochmal ein und wir telefonieren am Abend noch einmal in aller Ruhe, ob eh alles passt. Besser als wie ihr versucht, irgendwie wahllos irgendwas abzukühlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, Glöckchen, einmal draufklicken, lasst ein Like da, schreibt mir in den Kommentaren hinein, steht ihr auch auf Cheesecake? Oder mögt ihr andere Bäckereien viel lieber? Oder vielleicht doch die Wursttheke von Kevin? Naja, ihr könnt es mir ja reinschreiben. Und wenn ihr noch mehr über das Thema Klicksen erfahren möchtet, dann können wir uns auf Twitch darüber unterhalten. Und wo, was, wie, wann ich irgendwo bin, könnt ihr auf Instagram und auf TikTok jeden Tag sehen. In diesem Sinne, Mahlzeit, bis zum nächsten Mal, euer Chris.